Scheine für Vereine. Völlig außer Atem. Und das ist nur die Erwärmung bei den Bambinis vom FV Schnupflingen. Und die haben was drauf. Und dafür geben wir sehr, sehr gerne Scheine für Vereine. Sie haben den Verein angemeldet. Ihr braucht jetzt 500 Euro. Für was würdet ihr das Geld ausgeben? Also in erster Linie mal, wie der Thomas ja schon bei der Anmeldung gesagt hat, Bambini. Ja. Und wenn man nicht brauche die genau neue Bälle. Momentan hat jeder einen Ball, aber es kommen ja neue dazu. Kommt ja noch Zuwachs. Dann haben wir noch zwei Nachfolger. Genau. Ja, die bald dabei sind, die haben noch keinen Ball. Die kriegen dann einen. Und zwar nicht nur dank uns, sondern vor allen Dingen dank der Sparkasse. Und dann möchte ich doch mal bitte die Frau Walter und den Herrn Jüstel von der Sparkasse mit dazu bitten. Und man wird gleich sehen, die beiden sind deutlich sportlicher als ich. Ja, tatsächlich sieht das so aus, oder? Na, sie sehen nicht nur so aus. Sie haben darüber nur gelacht, dass ich hier außer Atem war nach der einen Runde. Frau Walter, Sie geben das Geld gerne. Warum? Waren Sie selber mal im Verein? Nicht hier in Schnupflingen, aber ja, ich mache auch schon viele Jahre Sport und ich finde es toll, wenn Donau 3FM sowas initiiert. Mit euch? Ja, selbstverständlich, wollte ich gerade noch sagen. Nicht zusammen mit den Sparkassen und dass man da vielen Vereinen helfen kann, Beitrag dazu leisten für die Jugendarbeit oder Bambini, was auch immer. Ich glaube, es gibt bestimmt viele Wünsche, die man da damit erfüllen kann. Also, ihr könnt Trikots kaufen, ihr könnt Bälle kaufen, macht die Kinder glücklich. Macht sie fertig, vor allen Dingen. Und wir haben das Geld zusammen mit der Sparkasse und sehr, sehr gerne gegeben. 500 Euro Scheine für Vereine für den FV Schnupflingen für die Bambinis. Vielen Dank. Scheine für Vereine.